die Benchmark werden. Schwätzer Schwäbisch, liebe Leid! Schwätzer Schwäbisch, fass überhaupt keiner mehr! Fass überhaupt keiner mehr! Fass überhaupt keiner mehr! Der Werbeslogan wird umgeschrieben. Wir können alles außer Englisch. We are all sitting in one boat. Moin, das heißt übrigens Tag. Praktischerweise eine launige Begrüßung, die man morgens, mittags und abends anwenden kann. Und so schreibt man das übrigens. Das war zumindest das Erste, was wir als Begrüßung gehört haben, als wir nach Falkenburg aufs Dorf gezogen sind. Tatsächlich kommt Moin von Moi. Das heißt übersetzt so viel wie schön. Die doppelte Vermeunung, nämlich Moin Moin, gilt leider schon als geschwätzig. Ja, besonders redselig sind Platzschnagger nun nicht, ne? Was ist das denn? Sieht toll aus. Zu Besuch in Büttenwarde. Herrschaftszeit, noch einmal war diese lange Reise. Hey, ist tot. Wer? Braggelmann. Ganz ob Maul. Ja, Braggel, Musen, tot. Die Leute machen Fehler, wenn sie sagen, wer es auf dem Land Dialekt spricht und so. Oder die sind ja alle ein bisschen einfältig und blöd. Blöd sind die nicht. Heute geht der Trend ja ganz anders, dass man sich dazu bekennt und dass das Landleben etwas Positives ist, haben jetzt mittlerweile einige gemerkt. Und diejenigen, die platschnacken, die sind natürlich auch stolz drauf. Plattdeutsch wird heute in ganz Schleswig-Holstein gesprochen. Und sogar in Comic, ne? Nun lässt man den Kopf nicht hängen. Ich heft doch ein Leben kompliziert. Oh, nochmal zurück. Also, nu lass mal den Kopf nicht hängen, sagt er. Und dann muss ich nochmal zurück. Ich heft doch ein Leben kompliziert. Ich hab da ein Lied komponiert, heißt das, glaube ich. Und er sagt aber kompliziert. Das ist ein kleines Wortspiel. Das ist lustig. Das spiele ich nu für. Das heißt, das ist lustig und das spiele ich euch jetzt vor. Das spiele ich nu für. Nein, nu nicht. Oh, das Steckenhorst. Ja, bitte. Weil Ina Müller eignet sich wirklich sehr viel besser, um zu demonstrieren, wie schön Plattdeutsch musikalisch klingen kann. Er wird mich frei, doch ja. Ich bin nur so fehlende Wegenswehen. Und glöf mir man die Tiet für Geid so gau. Hat er noch ein Kind oder kümmert mich ein Hund? Bloß für mich Bindegewebe ist und Kind nicht gesund. Weil der Körper mich brug, war bei mir hört nein. Dann ist der Wind, der hier kommt, noch weit. Wow, ich hab auf Sülschum hört. Mit diesem Dialekt lässt sich Arroganz zeigen, eine gespielte Intellektualität, aber auch so was ganz Bodenständiges, so Bauerpausen, ne? Ja, hier, komm mal her, ich verkauf dir Vers. Und wenn du das nicht nimmst, dann gehst du her. Das geht. Also das ist einer der wenigen Dialekte, mit denen alles geht. Und eben auch ein toller Sound. Wenn die Wind von Hamburg Plattdeutsch gilt als älteste deutsche Sprache. In der Blütezeit der Hanse benutzten es die Kaufleute bei Verhandlungen oder Verträgen. Es wurde weit über den norddeutschen Raum hinaus verstanden. Bis heute wird gestritten, ob Plattdeutsch nun eine eigenständige Sprache ist oder ein Dialekt. Es war eine Sprache und was es war, ist es in gewisser Weise noch in der Erinnerung. Aber benutzt wird das Niederdeutsche heute im Großen und Ganzen so wie ein Dialekt. Rein gefühlsmäßig ist Plattdeutsch die Sprache des Nordens. Hinterm Haus heult Hassan. Hassan. Breitbauschige Banner. Blil. Wonne, Sonne, Tonne, geronnen, gewonnen. Sieht. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Gutes Hochdeutsch will gelernt sein. Sind dann aus dem Tiergarten raus? Wenn ich richtig sauer bin, kann ich kein Hochdeutsch mehr. Und was dann alles kommt, das ist nicht druckreif. In den 60er und 70er Jahren wurde viel Energie darauf verwendet, Kindern ihren Dialekt abzutrainieren. Die meisten, die angeben wollen, die sprechen Hochdeutsch. Das habe ich ja dick sowas, dass man da genauso reden muss,
Wie soll man sagen, wie erklärt. Das ist unbedingt notwendig. Die deutsche Sprache ist eine der schönsten Sprachen der Welt, finde ich, und eine der deutlichsten und genauesten Sprachen. Zum Beispiel Preis-Leistungs-Verhältnis. In einem Wort wird so viel deutlich und du verstehst sofort, was gemeint ist. Das kannst du in keiner Sprache der Welt machen. Ich bin für Hochdeutsch. Dann hätte ich Mühe, alle Dialekte zu lernen, damit mich Menschen verstehen. Ich bin für die Völkerverständigung, dass es einfacher geht. Bis ins 19. Jahrhundert gab es in Deutschland nur eine einheitliche Schriftsprache. Ansonsten herrschte Sprachverwirrung. Wenn also ein Münchner Schauspieler den Faust gespielt hat und eine Schauspielerin aus der Gegend von Köln das Gretchen, da waren das zwei vollkommen unterschiedliche Sprachen, die man auf der Bühne dann gehört hat, weil die eine mit kölnischem Akzent gesprochen hat und der andere Schauspieler mit bayerischem Akzent. Der Hannoveraner Sprachwissenschaftler Theodor Siebs entschied deshalb, dass es eine einheitliche Aussprache geben müsse. Was also lag näher, als die eigene zum Standard zu erheben. Daher auch die Legende, das beste Hochdeutsch würde in Hannover gesprochen. Ha, weit gefehlt. Das finden Sie heute am ehesten bei den geübten Sprechern im Rundfunk und im Fernsehen. Die Tagesschau-Sprecher haben das lange einüben müssen, um es so aussprechen zu können. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 23.15 Uhr. Liebeserklärung an eine Stadt. Riechst du das? Ja, es stinkt. Das stinkt nicht, das ist Brackwasser und Altöl. Das ist der Geruch Hamburgs. Mir wäre der Geruch von Kaffee jetzt lieber. Und dann diese Geräusche. Hafenlärm, ja. Nix Hafenlärm. Das ist Musik. Die Hamburger Sinfonie. 14:02. So voller Leidenschaft klingt hamburgisch am schönsten. Anderen geht's ähnlich wie Jan Fedder. Der Hafen, das ganze Viertel da um St. Pauli und so, also das hat schon für mich was. Also Stadt muss sauber und schmutzig sein. Und jetzt kommt dann noch die Sprache dazu und die klingt einfach nur cool. So, wir gehen wieder zurück auf die wunderschöne Elbe. Ja, jetzt gut festhalten. Hier sind wir nämlich gestern umgekippt. Sie klingt sehr sonnig. Und es hat auch so eine Lässigkeit, so eine gewisse schicke Lässigkeit. Sollte der vielleicht ins Stall gelaufen sein? Die Mundart, die man heute in Hamburg am häufigsten hört, ist eine Mischung aus Hoch- und Plattdeutsch. So wie im Unsorg-Theater. Yeah. Die bin ich los! Der Olle, der, wie der so spielt, und da ist das Gefühl, der hat immer einen Kleinen drin. Und was ich mir unter Hamburg vorstelle, ist dann so. Ja, dann soll sie mich mal ganz schön in Stahl suchen. Die findet mich nicht. Der reine Hamburger Hafenarbeiter, der spricht ein ganz anderes Plattdeutsch. Also der sagt zum Beispiel, das ist schön hier und de Böhm, oder Bäum, sagt er glaube ich sogar, sind grün. Wo wir hier eigentlich sagen, de Böhm sind grün und das ist schön. Im Hafen oder links und rechts der Alster ist das alte Platt noch zu hören. Noch. Jo, ich gehe von uns erdenklich, die Meuchte bei uns Kinder snappt auch kein Platt mehr. Da bei uns in der Ecke, wo wir wohnen, da sind immer mehr Quietsches ansiedelt und da habt die Kinder dann auch durchschnappt. Verschwindet das alte Platt. Was sicher bleibt, ist die Liebe der Hanseaten zu ihrer Metropole. Hamburg ist auch Hans Albers schon erlegen. Na Herr Wirt, denn man noch eine letzte Runde kümmern und wir, dann wollen wir mal einen singen. Den Seemannschor. 2, 3. Ammonia, Ammonia, oh wie so herrlich stehst du da. Ich habe die Top 5, was die Dialekte angeht, die schönste deutsche Dialekte. Und da muss ich sagen, bin ich schon ein bisschen überrascht. Also es sind 2 dabei, da hätte ich gesagt, die sind mit Sicherheit drin. Für mich ist ja
die Nummer 1 und die Nummer 2 eigentlich dasselbe. Ich weiß aber, dass sich da relativ viele beschweren würden. Die Wahl finde ich ganz ausgezeichnet, weil es Dialekte sind aus Gegenden, in denen ich mich immer aufhalte, wenn ich freie Zeit habe, also in denen ich mich wohl.